Park. Quack, quack. Sieht doch schön aus. Ist wie im Urlaub. Geil. Weiter geht's. Ein paar schöne Fotos habe ich noch geknipst. Ich glaube, sowas mache ich öfters jetzt mal. Ich habe ja damals mal, wann war das, wo das mit dem Corona-Gedöse angefangen hatte, bin ich ja auch viel wandern gegangen. Ja, und seitdem gefällt mir das. Man bewegt sich ein bisschen, kommt ein bisschen runter, braucht sich über nichts aufregen. Na, hier kann ich auch mal langlaufen. Da hoch. Mal gucken, was da los ist. Naturschutzgebiet steht da dran. Ich werde einfach mal ringsrum laufen um den See und dann wieder Richtung Heimat. Aber ist schon komisch, ich habe den anderen Gimbal extra gekauft wegen dem langen Akku und sowas. Aber nehme jetzt immer von DJI den. Ja, wegen dem Ton wahrscheinlich, man ist zu verwöhnt. Also muss ich mal gucken. Hier geht's lang. Aber ich muss mir das mal angewöhnen, den anderen zu nehmen. Vielleicht borge ich mir mal vom Holger, der hat ja so ein Funkmikrofon, und klemmt das mal mit an, dass ich mir so eine Halterung baue. Das ist ja nicht allzu groß. Und versuche das mal. Wenn das nämlich super klappt, dann mache ich das damit. Ich will bloß nicht, dass ich jetzt mit so einem Haufen Zeug rumrennen muss und schwer tragen muss. Da kann ich auch den großen Gimbal von der Sony mitnehmen. Die 3,5 Kilo. Mal noch ein Stück weiterlaufen, wo man da hinkommt. Jetzt kommt man mehr in den Dschungel. Hoffentlich frisst mich nichts auf. Ja, schon ein komisches Gefühl hier durchzulaufen, aber schön. Wo geht's hier weiter? Ich glaube, wenn es irgendwo knistert und knirscht, würde ich mir einscheißen vor lauter Angst. Aber Biber müssen hier gewesen sein, weil an den Bäumen sieht man so ein bisschen angeknabbertes. Im Dschungel. Gehen wir weiter runter. Ich weiß gar nicht, ob man hier weiterkommt jetzt oder ob irgendwann mal Schluss ist, aber der Weg, der führt ja noch ein Stück. Gucken wir mal. Ja, so weit wie es geht, geht's. Ich muss ja dann wieder zurück. Ich weiß gar nicht. Ich will ja eigentlich zu dem Aussichtsturm da hinten. Da sieht man jetzt schlecht. Wo ich vorhin schon gesagt habe, und da will ich jetzt nicht zu weit laufen, aber ich finde es schön. Feucht ist es ja wie Sau.
So richtig wie in den Tropen. Noch ein paar schöne Fotos machen. Wenn ich mir überlege, vor Jahren, wo man noch jünger war, da habe ich mir sowas gar nicht getraut. Und jetzt mittlerweile mache ich einiges. Kletter ich auf Berge, Aussichtsplattformen, Türme und sonst irgendwas. Ja, da ist die Angst weg. Warum auch immer. Keine Ahnung. So, ich mache mal wieder aus. Und mache mal ein paar Fotos. Puh, ich schwitze bloß vom Rumstehen. Also jetzt richtig, wenn man hier steht, so richtig feucht und dicke Luft. Als ob hier draußen jetzt 35 Grad wären. Also es ist Wahnsinn. Vorne war es auch relativ angenehm. Und jetzt hier drinnen im Dschungel, ja, da wird es feucht. So, ich werde mal bloß noch ein paar Meter laufen, dann drehe ich wieder um. Also muss ich um den ganzen See rum, wenn ich dann zu dem Türmchen da will. Ui, es plätschert. Aber hier kann ich mal noch lang gehen. Da habe ich von der anderen Seite den See noch drauf. Schön. Könnte man denken, also irgendwo in Afrika, mitten im Dschungel. Ach, muss ein bisschen aufpassen. Auch hier wird's etwas feucht und pampig. Oh, ich schwitze. Also mir bleibt selber die Luft jetzt ein bisschen weg. Ich werde mal wieder zurückgehen. Das ist mir so ein bisschen zu viel und ich will es auch nicht übertreiben. In meinem Alter. Nicht, dass ich dann irgendwo in der Botanik rumliege und keiner findet mich. Holger wird sich bloß wundern, wo bleiben deine Videos, wenn ich nach einer Woche nicht wiederkomme. Und ich will es ja nicht übertreiben. So, gehen wir wieder schnell zurück. Dann noch aufs Türmchen. Und dann wieder langsam zum Auto. Ah, schön. So, dann mache ich erstmal die Kamera wieder aus und mache sie dann vorne wieder an. Viel Saft habe ich, mal gucken, was sagt sie noch? Ja, Hälfte habe ich noch, geht. Und zur Not habe ich ja die andere Kamera noch, geht schon. Und Mücken gibt es ja auch wie Sau. Ich hatte gerade wieder eine gestochen, denke ich mal. Wäre ich wieder juckig, muss mich wieder kratzen überall. Aber was soll's. Gehört dazu. Und extra mit so einem Mückenzeug einschmieren, ist mir auch zu blöd. Deswegen sterbe ich ja nicht. Und da hinten will ich noch hin. Und dann, denke ich mal, war's das für heute. Machen wir noch ein bisschen Kraxel, Kraxel. Oh, ja. Und da haben wir noch nicht mal 35 Grad. Also 24 Komma hat das Auto angezeigt drin. Ja, viel Saft hat die Kamera nicht mehr. Aber ich mache noch ein paar schöne Aufnahmen hier von der Brücke oder von dem Weg hier. Und dann denke ich mal, ist Ebbe, muss ich dann die andere nehmen. Ich dachte, die hält ein bisschen länger. Aber das ist der Nachteil. So teuer wie DJI ist, hätten sie wenigstens einen guten Akku reinpacken können. Das ist sehr, sehr nachteilig. Und im Auto habe ich ja noch meinen Akkupack, aber da muss ich wieder Kabel dran machen und das ist auch wieder so umständlich alles. Aber so geht das schon. So eine knappe Stunde kann man ja filmen damit. Passt das. Muss ich bloß mal gucken. Wie rum? So, gehen wir noch ein Stück weiter. Oh. Aber vor uns in dem Stück Wald war ganz schön warm und feucht. Es ist so wie im Tropenhaus, so in, nicht ganz so stark, aber so in etwa müsst ihr euch das vorstellen.
Aber ist schon geil, die Kameras hier. Das ist, wenn ich überlege, damals hatte ich eine 8 mm russische Schmalfilmkamera mit den Filmen noch. Da war ich schon begeistert von. Und jetzt hat man 4K, 6K, 8K, was weiß ich alles, was es an Technik gibt. Und ist immer noch nicht zufrieden. Aber so ist das. Man wird immer pinglicher, je mehr man filmt. Zumindest ist es bei mir so. So, das war's erstmal von hier. So, jetzt bin ich angekommen an dem Aussichtspunkt. Mal schnell hochgehen. Ist nichts Großes. Ich will bloß mal hochgehen, mal angucken, weil ich das im Internet gesehen habe. Und alles, was ich angucken kann, mache ich. Und ich hoffe, dass der Saft noch ein bisschen reicht von dem Ding hier. So, und dann war's das eigentlich für heute. Und ich bin froh, dass ich wirklich losgestiefelt bin. Ich habe lange überlegt. Ich habe schnell Haare gewaschen, dann habe ich mich wieder hingesetzt, überlegt, fährste, dann hat es im Bauch ein bisschen rumgerumpelt. Dachte ich, naja, und so. Aber alles noch gut. Ach, schön. Schön, schön. Ach, hier könnte man bleiben. Und das fand ich damals schön, wo man noch mit Kumpels sich getroffen hat, irgendwo an so einem See oder bei McDonald's, Burger King. Mit dem Auto gequatscht hat stundenlang, was gegessen hat. Das fehlt mir alles ein bisschen. Ja, die Leute sind mittlerweile ein bisschen voll geworden. Sitzen bloß noch vor der Kiste, spielen so ein Kram. Ich mache ja auch meine Videos und sitze manchmal auch stundenlang davor und Videos schneiden, aber das hat ja ein bisschen was mit dem Hobby zu tun oder von den Elektronik-Sachen, Bauelemente raussuchen, Daten raussuchen, so eine Sachen. Und ich mache manchmal auch die Kiste aus, wenn man zu viel wird. Man muss es ja nicht übertreiben. Schön. So, da waren wir auch noch hier. Mein Gimpelchen hat schön durchgehalten. Mal gucken, was er noch hat am Saft. Also viel kann es nicht mehr sein. Ja, es könnten noch, ja, ich sag mal 10-15% sind noch, wenn das richtig anzeigt. So, und dann macht er und gut. So, ich mache noch ein paar Fotos hier. Pack dann ein. Und stiefel wieder zum Auto vor. So, schön war's. Ab nach Hause. Dann erstmal ein Bierchen trinken zu Hause. Und die Videos runterladen. Und dann erstmal angucken, was geworden ist und was nicht geworden ist. Also von gestern, das war gut geworden. So, mach's gut. Schöne, ruhige Natur. Vielleicht sehen wir uns irgendwann mal wieder, dass ich nochmal herkomme mit der Drohne. Vielleicht da noch ein paar Aufnahmen machen, weiß ich noch nicht. Aber schön. Würde ich jedem mal empfehlen, herzugehen. Hat was. Sind viele unterwegs heute. So, und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. So, ganz schnell noch. Ich habe noch was entdeckt, das muss ich mir noch mal angucken. Hab gerade mal ein paar Fotos gemacht. Jetzt machen wir noch ein bisschen mit der Kamera. Ich will es aber mal zeigen, was hier so rumliegt. Das werden wahrscheinlich alte Häuser gewesen sein. Keiner räumt's weg. Ich gehe mal hier hoch. Ja, hier seht ihr den ganzen Schutt. Keine Ahnung, was das mal war. Wohnhaus, Bunker, Verwaltung, weiß ich nicht. Hier unten geht so eine Tür, wahrscheinlich ein Keller. Ja, wenn jemand wissen sollte, was das sein soll oder mal war, kannst du ruhig mal in die Kommentare reinschreiben. Aber hier vorne sehe ich so ein Geländer, ich denke mal so Balkon. Ja, wird ein Wohnhaus wahrscheinlich, also denke ich mal ein Wohnhaus gewesen sein. Ja, wenn einer Baumaterial braucht, hier liegt genug rum. Zumindest was Steine betrifft. Und Holzbalken kann man vielleicht auch noch was verwenden, wer weiß. Aber ich find's scheiße, dass das Zeug hier einfach so im Wald rumliegt und nicht weggeräumt wird.
gut. Ja, das wollte ich nochmal pauschal, so ganz schnell nochmal filmen. Fiel mir gerade noch ein. Weil mich das dann wieder ärgert, wenn du nach Hause gehst und sieht man irgendwas im Internet und hat es nicht gefilmt. So wichtig ist es nicht, aber ich wollte euch einfach mal zeigen, was man hier so im Wald noch alles findet in Königsbrück, wo die Russen waren. So, ich habe noch was ganz Interessantes gefunden. Ich weiß nicht, was das ist und was das sein soll. Keine Ahnung, hier stehen Kerzen. Steht aber nichts drauf. Vermute mal, entweder für die gefallenen Soldaten oder irgend so ein, keine Ahnung, Geisterbeschwörer oder so. Ich weiß es nicht. Also, falls jemand Kennung haben sollte, könnt ihr auch noch reinschreiben in die Kommentare unten. Also, ich bin überfragt. Ich bin jetzt gerade mal so einen Schleichweg lang gegangen, wollte mir die Mauer noch angucken. Dachte, hä, was ist denn das? Ja, und hab das jetzt entdeckt. Und das will ich euch noch zeigen. Also von außen, vom Weg her, wenn man herkommt, sieht man das gar nicht. Aber jetzt den kleinen Schleichweg, ist mir das gerade aufgefallen. Ich dachte, es sieht aus wie ein Stromkasten. Geh näher, ja, und dann sehe ich das. Eigenartig. Vielleicht ein Hund begraben hier oder keine Ahnung. Wer weiß. So, aber ich denke mal jetzt, dass endlich mal Schluss ist mit Filmen und dass ich jetzt nach Hause komme. Ja, ich glaube, wenn ich weiter so Schleichwege lang gehe, komme ich ja gar nicht mehr weg. Also es muss endlich mal Schluss sein. Ich packe die Kamera jetzt endgültig weg und mache mich jetzt auf den Nachhauseweg. Es sind ja auch noch ein paar Meterchen bis vor zum Parkplatz. Und ich bin fertig, mir tun die Beine weh. Ich bin sowas gar nicht mehr gewohnt, obwohl ich gerne wandern gehe. Aber es war heute irgendwie zu viel. Weiß auch nicht warum. Ich war jetzt 3 Tage im Prinzip unterwegs, wo ich normalerweise bloß einmal am Wochenende weggehe. Ja, man hat es wieder übertrieben im Alter. Ah ja, aber schön war es trotzdem. Und regnen tut es immer noch nicht. Schlechtes Wetter haben wir auch nicht. Gewitter haben wir nicht.